So, ein ganz großer Moment war natürlich, als wir die Milliarde erreicht haben letztes Jahr. Und ich habe mal gedacht, das ist die Gelegenheit, mal dahin zu gehen, wo alles angefangen hat, hier im Limburger Hof. Hier war Tag 1, hier ging es ursprünglich los und hier sind die ersten Produkte verkauft worden. Ach, und wie ich gerade sehe, da ist ja die gute Seele des Hauses. Vielleicht komme ich mal kurz rein. Elfi, hallo, grüß dich. Also, na, sie schmeißt den Laden jetzt im Moment und ja, erfolgreichste DSC in der ganzen PM-Welt, unglaublich, mit über 1 Million Umsatz im Monat, sensationell. Also Elfi, genialen Job, den du da machst. Danke. Ne? Super, okay, schön, dass wir dich auch kurz gesehen haben. Ne? Ja, ich setze mich mal hin, so auf meinen, denn das ist mein erster Stuhl, mein erster Bürostuhl und das war auch mein erster Schreibtisch, ich will ja keine Fremdwerbung machen, aber es kommt von der Firma, die günstig Möbel verkauft. Damals konnte ich mir noch nicht so viel mehr leisten. Und was ihr hier übrigens auch seht, ist das erste Telefon. Ne? Haben wir schon öfters drüber gesprochen. Also das berühmte orangene Telefon mit der Wählscheibe. Das hat mir damals, denn wir sind hier an meinem Geburtsort. Direkt oben drüber war die Wohnung, in der ich aufgewachsen bin. Und hier waren Büros von meinem Großvater, der hatte damals eine Konservenfabrik. Ja, und das habe ich dann sozusagen geerbt, als er mir ein Stück Büro überlassen hat für unseren Start. Dann habe ich auch gleich das Telefon damit geerbt. Und wir haben es wieder gefunden, es ist heute noch da. Ne? Da sieht man mal, wie Telefone früher ausgesehen haben. Ich glaube, es gibt Generationen, die wissen das gar nicht mehr. Ja, und übrigens, da ist auch mein erstes Mobiltelefon. Und wenn man nach unten guckt, auf dem Boden, dann sehen wir hier den ersten Luxus, den ich mir geleistet habe. Nämlich die Fliesen. Und die musste ich damals noch zusammen mit dem Fliesenleger reinlegen. Denn also das Geld für die Fliesen habe ich mal gerade noch leisten können. Aber für die Fliesen reinzumachen, da habe ich dann schon wieder angefangen zu sparen. Ne? Aber auch die Fliesen sind bis heute geblieben. Ja, die Milliarde. 1,11 Milliarden Umsatz in 2019. Ich werde im Moment nie vergessen, als wir das beim Kickoff bekannt gegeben haben. Auch da waren meine Eltern dabei, viele meiner Freunde sind gekommen. Dann ganz, ganz viele Teampartner natürlich, da das Kickoff in Deutschland war, die das von Anfang an miterlebt haben. Und dann natürlich Tausende von euch, die dabei waren. Und mehr als 10.000, die zugeschaltet waren über Live-Schaltung, die das auch erleben durften. Es war ein Traum, der da wahr wurde. Ich meine, was haben wir bewegt auf dieser Welt, wenn ich mir überlege, hier hat es mal angefangen. Ja, wir waren gerade mal 5 Personen, die hier gestartet sind. Es war wirklich so klein, da war die Vision, da war noch nichts da, noch nicht einmal die Produkte waren geliefert. Na, es ging hier los und dann, was daraus entstanden ist, heute sind wir in ja, über 40 Ländern, wir sind in 5 Kontinenten, das Geschäft ist global geworden, wir konnten so viele Menschenleben berühren damit. Also es ist unglaublich, was da passiert ist. Und ich meine, auch zu erleben, ne, das war ja dann schon nach 26 Jahren, zu erleben, was es, dass das Geschäft tatsächlich die Vision wahr wird, dass eine zweite Generation nachwächst, dass wir mittlerweile Führungskräfte haben, deren Kinder Karrieren bei uns machen. Also wirklich ein Geschäft, das für Generationen aufgebaut wird. Wirklich mit den Werten und den Prinzipien eines Familienunternehmens. Und das alles ist wahr geworden. Das füllt mich natürlich mit einem Riesenstolz, mit einem Riesenstolz auf euch alle. Denn letztendlich, wir gemeinsam haben das geleistet. Wir gemeinsam können das heute feiern. Denn es ist etwas, da können wir wirklich stolz drauf sein. Wir haben wertvolle Produkte in die Welt getragen. Wir berühren Menschenleben. Ob es für das Thema Fitness, Gesundheit, Schönheit ist, wo wir ihnen Lebensqualität geben oder auch mit Zusatzeinkommen bis zu eigenen Karrieren. Also ganz, ganz toll, ich muss sagen, ich freue mich riesig und ich schaue natürlich schon in die Zukunft, in die nächsten Jahre. Wir haben klare Ziele. Das nächste Ziel ist, nachdem wir die erste Firma, das erste Network-Unternehmen sind in Deutschland, das die Milliarde erreicht hat, dass wir das jetzt auch als erstes Unternehmen in Europa schaffen, oder dass wir nicht als erstes Unternehmen, dass wir die Nummer 1 in Europa werden im nächsten Schritt. Ja, und dann es weltweit in die Top 10 schaffen, der größten Unternehmen der Welt. Wir sind immerhin schon auf Platz 13, haben also einen Riesensprung gemacht, von 24 auf 13 im letzten Jahr. Und mit der derzeitigen Entwicklung, da sehe ich also 100%, dass es, ja, ihr tragt das Geschäft immer weiter und immer globaler und sensationell. Deswegen nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre, die wir gemeinsam haben und wo den gemeinsamen Weg, den wir hier noch
erleben werden. Die Serie Sunday Secrets endet damit, mit diesem Video heute. Größte emotionale Momente. Wir haben schon eine neue Idee. Die Idee, ich lasse mal ein bisschen in mein privates Leben noch reingucken, was denn so alles in meinem Leben passiert ist, jetzt außerhalb des Geschäftes, insbesondere die lustigsten Momente. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen.